Ja Leute, und willkommen zu diesem Video hier und yes, in diesem Video zeige ich euch mal meinen Fortschritt von meinem Projekt und ja mein Survival Horror Game. Und ja, erstmal beachtet das Icon nicht, das ist erstmal nur genommen worden, damit das halt nicht leer aussieht, sage ich mal, damit irgendein Icon erstmal da ist. Das heißt, ich führe das Game erstmal aus. So. Dann startet das Spiel, dann kommt hier der Splash-Screen erstmal. Und kommt hier, oh Gott. Okay, leider musste ich jetzt kurz spoilern, aber das zeige ich natürlich gleich. Und ja, wir fangen direkt mal an, was neu ist. Ich mache erstmal die Hintergrundmusik komplett aus. Also, was neu ist, das Design vom Main-Menü wurde allgemein verbessert. Erstens fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Hier ganz unten rechts mein Vor- und Nachname und das Copyright-Zeichen, halt der kleine Text hier. Der wird viel verkleinert, also viel, viel verkleinert. Der ging irgendwie bis hier irgendwie so. Also der war schon ein bisschen groß. Natürlich ist der jetzt viel verkleinert worden. Und ja, ich überlege mir dann noch einen Credits-Button hier hinzufügen. Das muss ich noch einmal schauen. Ihr den natürlich in die Kommentare. Und ja, das war das Erste. Es wurde allgemein alles kleiner gemacht beim Menü. Es wurde die Animation ein bisschen verbessert. Und ein bisschen hier die Map von hinten, sage ich mal so. Und ja. Ja, fangen wir direkt mal an. Die Buttons bzw. die Boxen vom Text, die wurden entfernt, weil früher war da ja so eine schwarze Box und wenn man mit der Maus drauf gehovert ist, ist die Box schwarz geworden und der Text blieb gleich. Das wird aber jetzt verbessert, die Box wurde entfernt und jetzt, wenn man mit der Maus drüber geht, wird der Text rot. Das heißt, das hat eine Hover-Animation, das ist also, wenn man mit der Maus drüber geht, bekommt das eine Farbe, aber früher war das so, dass nicht der Text die Farbe bekommen hat, sondern die Box und das sah echt nicht gut aus, also echt scheiße irgendwie. Und das erstmal zu dem. Ja, das funktioniert. Dann sieht man halt, was man ausgewählt hat. Dann, wenn man auf Options klickt, hat man hier so ein kleines Option-Menü. Hier kann man die Lautstärke von Background-Musik erhöhen. Hier, so ist es jetzt komplett laut. Das ist die Background-Musik. Die mache ich aber, schraube ich einmal bis hier hin. Man kann die Qualität einstellen: einmal High, Medium, Low und halt wieder High. Dann hat man hier eine Resolution. Man kann Resolution einstellen für jeden beliebigen. Also, jeder hat seine beliebigen Resolutions. Zum Beispiel, sage ich mal jetzt hier. Aber wo ist jetzt die Resolution hier? Ich muss einmal schauen. Okay, zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Resolution genommen. Oder nehme beispielsweise mal. Okay. Die Resolution. Oder die Resolution. Oder die. Die. Ja, ich setze die einmal zurück. Sekunde. Wo war die Resolution nochmal? Okay, das war's nicht. Ah, hier, oder? Okay, anscheinend ist das hier irgendwie ein Bug. Okay, das kam jetzt gerade ganz spontan. Okay. Ja, da schaue ich noch einmal später. Okay, jetzt geht's auf einmal. Ich muss auf jeden Fall später mal schauen. Das ist irgendwie gerade richtig komisch. Okay, so jetzt ist es wieder normal. Dann kann man einmal Fullscreen einstellen, ja oder nein, halt ist eine Checkbox. Fullscreen ja, Fullscreen nein. Kann man das natürlich saven und dann einmal Apply drücken. Falls man hier Settings gemacht hat und das nicht möchte, kann man natürlich also Cancel drücken. Und ja, das erstmal zu dem. Dann kann man das Game natürlich einmal quitten, wenn man auf Quit drückt. Wir starten jetzt noch einmal kurz das Game und zeige ich noch die letzte Sache. Ja, hier wieder Splash Screen, UHead Game Studios. Oh Gott.
laut. Das war gerade übelst laut, ja. Dann, wenn man halt auf Multiplayer oder so klickt, dann wird man halt beispielsweise dann zum Menü kommen. Aber da ich noch nichts habe, kann ich auch noch nichts machen. So, dann schließe ich einmal komplett das Game. Und ja, das war's erstmal zu dem. Und ja, ihr könnt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns bei den weiteren Devlogs. Das war jetzt erstmal Devlog Nummer 1. Das Design wurde jetzt allgemein verbessert. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.